Hi, zur Einführung für den Gamechirm an der diesjährigen GPN 15. Ja, ich liebe es, wenn Technik nicht funktioniert. Wird organisiert quasi von Leuten aus dem Game Lab hier von der HFG. Jetzt kannst du mal irgendwas dazu erzählen, du kennst dich besser aus. Ich bin der Gregor, ich bin Student hier an der HFG, Fachbereich Medienkunst und das Game Lab ist ein Teil davon. Das Game Lab ist eine studentische Gruppe, mehr oder weniger, die hat sich vor 5 Jahren, wenn ich mich nicht irre, gebildet, so auf die Initiative damals von Adam Rafinski, der einfach spontan gesagt hat, ich hätte doch mal Lust, ein paar Seminare zu Computerspielen zu machen. Und es hat sich festgestellt, dass viele von den Studenten, welche Überraschung, an Computerspielen interessiert sind. Und das ist dann so weiter vor sich hingegangen und jetzt sind wir immer noch da und haben in der Zwischenzeit ein paar Spiele gemacht, auch ein paar Game Jams organisiert hier in dem Raum AFG. Und das soll auch hoffentlich dieses Jahr so bleiben. Könnt ihr vielleicht noch ein paar Worte zu der HFG sagen, also falls ihr die Institution nicht kennt. Die HFG steht für Hochschule für Gestaltung. Das ist aktuell sind wir tatsächlich nicht da drin. Das ist der Bereich zwischen dem Museum für Neue Kunst links und dem ZKM rechts. Und das ist eigentlich eine relativ kleine Fachhochschule. Ich glaube, wir haben insgesamt knapp über 400 Studenten und sowas in der Art. Unterrichtet hier wird Medienkunst, Design, Kunsttheorie und Szenografie und Philosophie. Habe ich was vergessen? Ja, das war's. Genau. Also wichtig ist, dass dieser Entropia-Raum ist ein Raum hier in der HFG, der hat nichts mit dem Entropia e.V. zu tun. Es kommt nur gern zu Verwechslungen hier dadurch. Was ist ein Game Jam? Game Jam ist eine Veranstaltung, wo man ein Spiel entwickelt. Es ist egal, ob Computer oder Brettspiel, wie schon steht. Man kann sich in Teams finden, man muss nicht. Es gibt ein paar Regeln bezüglich Raumzeit und Thema normalerweise auf Game Jams, aber sonst kann man eigentlich bei der Entwicklung so ziemlich tun und lassen, was man will. Im rechtlichen Rahmen. So, die Regeln wären, Raum, es sollte hier in der HFG und im ZKM sein, während der GPN. Es fängt quasi heute dann an und bis Samstag 20 Uhr, wer quasi bis dahin nicht fertig ist, hat sich nicht an die Regeln gehalten. Und nun ja, Thema. Wir hätten 3 Themenvorschläge und würden sagen, dass wir dann mit allen Interessierten eins von diesen 3 auswählen. Das eine ist Dying is too mainstream, das andere Can't stop, won't stop und das letzte Roll with it. Das Wichtige am Game Jam ist quasi, man hat das Thema und man muss sich überlegen, wie man das irgendwie in ein Spiel unterkriegt. So, wichtig, jetzt steht da, jeder hat genau 48 Stunden, wenn wir aber direkt danach anfangen, ist es eine Stunde oder 1,5 Stunden mehr. Das Ganze soll auch, wie gesagt, in der HFG und ZKM so stattfinden. Also wir werden jetzt hier niemanden verfolgen und schauen, dass alle die Regeln einhalten. Wenn irgendjemand sich raushockt oder heimgeht zum Programmieren, ist uns das eigentlich auch egal. Ende ist Samstag 20 Uhr. So. Wir werden eigentlich zu dritt. Die dritte Person ist nur noch nicht da. Die kommt erst am Freitag. Falls man uns irgendwie so per E-Mail erreichen will, da stehen gerade E-Mail-Adressen. Frau Bosch at HFG Karlsruhe wäre Fanny, die ist heute nicht da. Es ist ein Mädchen und sie hat lange Haare und ich bin nicht der sehr gut darin, Personen zu beschreiben. Aber ich glaube, sie würde irgendwann so zu dem Spieleentwicklern dazu stoßen und sich vorstellen. Gebirogur, das ist meine Adresse. Gregor, wie gesagt, ist der Name. Und Sebastian wahrscheinlich. Ja,
jetzt wäre quasi Teamfindung angesagt, weil wir danach erst, nachdem quasi Leute sich entscheiden, ob sie mitmachen wollen oder nicht, mit den Leuten, die mitmachen, das Thema endgültig entscheiden wollen. Also wer will alles mitmachen hier in dem Raum? Zaghafte Hände. So, ich gehe jetzt auch einfach aus, dass alle, die anwesend sind, mitmachen wollen. Okay, mehr als was ich erwartet habe. Ja, tatsächlich. Also die Überlegung, die wir so ganz grob vorhin getroffen hatten, war, dass wir, also dass die meisten weggehen, was jetzt irgendwie nicht passiert ist. Und dass wir uns dann irgendwie zusammensetzen können und dass jeder sich vorstellt, Name, technische Fähigkeiten, also was man so machen kann. Und eventuell schon eine Idee, wie man das Thema der Wahl umsetzen könnte. Und wir dachten, dass wir das Thema einfach über eine ganz normale Abstimmung auswählen könnten. Und dann kann man eigentlich auch schon Gruppen bilden und loslegen. Also bei dieser Menge an Menschen würde ich fast schon vorschlagen, dass wir das Thema jetzt machen. Ja, genau, jetzt über das Thema abstimmen und ja, vorstellen, ist vielleicht ein bisschen langwierig dann. Und dann, falls einer von euch Vorschläge hat, Vorschläge oder Ideen, wie man das Thema umsetzen kann, dann einfach in den Raum werfen und genau, dann könnt ihr euch zusammentun. Okay, fangen wir mal mit einer Abstimmung. Wir schätzen die Anzahl Hände ab. Wer ist für Dying is to Mainstream? Okay, kommen wir jetzt auf ungefähr 9, 10. Can't stop, won't stop. Okay, ungefähr 5 und roll with it. Okay, und wer hat sich enthalten komplett? Das heißt, das Thema wäre dann Dying is the Mainstream, nach meiner Zählung. Ja. Dann würde ich aber tatsächlich sagen, wer hat schon ein Team oder wer wüsste schon, mit wem er zusammen tut? Okay, da hat man ein ziemlich großes Team. Das heißt, der Rest ist alles noch einzeln? Oder halbwegs einzeln? Ja, dann sind alle Vorschläge herzlich willkommen. Sonst ist es, glaube ich, schwierig, sich auf irgendetwas zu entscheiden, festzulegen. Also quasi, wenn jetzt jemand eine Idee hat, kann es ja reinwerfen, dann können wir sagen, hey, finde ich cool, ich würde bei dir gerne mitmachen oder nicht. Ja, ja. Kein Stress. Wir haben noch 20 Minuten, glaube ich. Jetzt düngt's aus. Warte mal, ich hätte eine Idee dafür. Ich hätte auch keine Idee dafür. Ich kenne einige Spiele, die ich zu diesem Thema vorschlagen würde. Okay. So von wegen, wir könnten das doch einfach mal nachmachen. Ich könnte vielleicht tatsächlich ein paar Sachen präsentieren. Wenn ich Internet hätte. Ach, du hast kein Internet. Ja. Okay. Der Raum ist ziemlich gut strahlengeschützt. Ja. Okay. Also mir fallen tatsächlich relativ viele Spiele, die aber eher in Richtung Depression gehen. So etwas wie Limbo zum Beispiel. Okay. Frage, das sind nur noch Leute, die man teilt,
Ja, kannst du auch machen. So, wenn du alleine machen willst. Ja, also wir wollen natürlich auch niemanden davon abhalten, allein irgendetwas Cooles zu produzieren und zu sagen, hey. Tatsache. Also wir wollen tatsächlich niemanden davon abhalten, allein irgendetwas Cooles zu produzieren und zu sagen, hey, ich kann das auch ohne jegliche Unterstützung. Wie gesagt, die Deadline wäre am Samstag um 8. Es wäre cool natürlich, wenn die Spieler ein bisschen früher da wären, dass wir gucken können, dass alles auch auf dem Beamer zeigbar ist, aber ja, 8, sagen wir mal, ist so der letztmögliche Zeitpunkt. Danach geht dann die Präsentation los. Du kommst mit einem Notebook, quasi, wo du es drauf wahrscheinlich am Laufen hast. Oder wenn es ein Brettspiel ist, dann hast du es wahrscheinlich auf Blatt Papier gemalt. Und dann schauen wir mit deinem Notebook, dass wir es damit präsentieren, bevor wir versuchen, irgendeine obskure Programmiersprache überall zum Laufen zu kriegen. Okay, ja. Sind jetzt alle anderen schon in Teams oder gibt es noch jemanden, wo alleine ist? So was ich vorhin mitbekommen habe, du könntest Grafikdesign. Bräuchte noch jemand eine Grafikdesignerin? Ja, also ich würde tatsächlich auch dabei sein und als mittelmäßiger Grafiker meine Dienste zur Verfügung stehen. Wir brauchen eine Grafikdesignerin. Da habt ihr dann eure Grafikdesignerin hoffentlich. Die Hinteren machen alleine oder machen gar nicht mit und warten auf was anderes oder? Okay. Ja. Dann wär's das wahrscheinlich, außer hat noch jemand was? Ja, aber wenn wir jetzt in der Anzahl bleiben, dann können wir auch tatsächlich kurz die Vorstellungsrunde machen. Also, ja, das wär's dann so. Arbeitet!